Willkommen bei Alien of Dead. Ja, ich habe ein neues Update bekommen von Comic Cave. Ihr werdet das im Video sehen, wie ich das auspacke. Und ich war mit Maximus unterwegs. Wir haben einen schönen Tag verbracht. Und wie der Tag so verlaufen ist, werde ich euch zeigen. Ich werde euch auch noch mal meine alte Gegend zeigen, wo ich früher gewohnt habe, so ein bisschen. Und werde euch dann halt so ein bisschen mitgeben, wo ich früher als Kind halt mal unterwegs war und wo wir halt einfach mal abgehangen haben und einfach nur mal ein bisschen geschillt haben. Deswegen sage ich, nicht so viel quatschen, wir legen jetzt los. Die Schule Linaustraße wurde 2016 geschlossen. Viele Eltern waren sauer, aber konnten die Schließung der Schule nicht mehr verhindern. Man hatte einen tollen Plan, man wollte Flüchtlinge reinsetzen. Doch diese Idee fanden viele nicht so toll. Im Gegenteil, jetzt hat man einen neuen Plan, man möchte hier Behörden reinsetzen. Jetzt muss natürlich eine Renovierung durchgestartet werden und die kostet so ungefähr 12 Millionen Euro. Ob das jetzt so mal so toll ist, das ist mal hingestellt, aber das sind halt eben Behördengänge. In diesem Wald sind viele Äste und Bäume gefällt worden und auch abgebrochen. Warum zeige ich euch das? Weil ich meine Kindheit hier verbracht habe. Ich habe hier mit vielen mit meiner Freunde verbracht, mit Fahrrädern rumgefahren und einfach mal einen chilligen Tag mit denen verbracht. Hier sieht man, wie Maximus einfach mal schön laufen tut. Ja, ich habe hier einen Bunker entdeckt und den habe ich mal für euch abfotografiert. Guckt euch das Ding mal an. Das fasziniert mich, wie man das gebaut hat im Zweiten Weltkrieg alles. Unglaublich. Ja, hier nochmal ein paar Äste, die rumliegen. Oder auch sogar eine Wurzel, die durch den Sturm einfach mal mit dem Baum komplett umgefallen ist. Ja, hier haben wir nochmal einen Bunker ein paar Meter entdeckt. Und den habe ich natürlich auch nochmal abfotografiert für euch. King Louis hatte keine Lust mehr zu laufen, also ab in den Kinderwagen. Und wir haben hier so einen Bach, da wo die Bäume einfach mal umgekippt sind. Über diese Felsen bin ich früher, oder wie gesagt, Kindheit, rübergefahren. Ja, Maximus hat auf der Schaukel heute viel Spaß gehabt. Auch er ist auch mal ein bisschen von alleine gerutscht, hat ihn auch richtig viel Spaß gemacht. Wir haben die Zeit auf dem Spielplatz echt genossen und vom Wald war das eben halt nicht so weit entfernt. Und dieser Spielplatz wurde hier neu gemacht. Der sieht echt schön aus. Früher war da nur so ein Häuschen und einfach nur eine Rutsche und das war's schon, glaube ich, damals. Also da waren die echt nicht viel und heute haben sie echt viel umgebaut da und das sieht echt schön aus. Hier sieht man noch mal ein paar Gänse, die auf der Wiese einfach mal chillen. Ja, hier ist der Ast, der gebrochen ist und darunter musste ich leider gehen. Und ich hatte da so ein bisschen murmeliges Gefühl, das Ding nicht gleich runterfällt. Ja, hier sehen wir nochmal so ein paar, den See nochmal, den sehen wir später nochmal richtig. Hier sind auch nochmal ein paar Maulwurfhügel. Ich wollte es einfach mal so abfotografieren. Hier so ein Bach, fand ich einfach mal sehr interessant. Ja, und hier haben wir diesen Tennisplatz. Ja, und früher hat man mit dem Hund einfach überall viele Tennisbälle gefunden. Auf diesem kleinen See habe ich früher Schlittschuh gefahren und Eishockey gespielt. Auch hier diese Brücke haben sie nur noch notdürftig repariert. Auf diesem Fußballplatz habe ich früher Fußball gespielt. Wir haben aber auch natürlich Baseball gespielt oder wir haben probiert American Football zu spielen. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Blumen abfotografiert. Die seht ihr jetzt mal hier nochmal richtig. Ja, und natürlich den See wollte ich euch zeigen und hier seht ihr nochmal den See und da habe ich früher Eishockey drauf gespielt. Der ist ziemlich groß, der See, und natürlich haben wir hier nochmal Gänse und ein Blasshuhn zu sehen. Und das war der Tag, den ich heute mit Maximus verbracht habe. Wir kennen alle Silent Hill, eine Stadt mit Monstern, die Menschen werden gejagt. Aber ich habe mir hier ein Merchandise geholt und was ich mir da geholt habe, das seht ihr jetzt. Ja, meine lieben Freunde, ich musste hier leider schwarze Balken machen. Ich habe diesen Aufkleber nicht abgekriegt. Ey. Ich habe das echt probiert abzukriegen, eine halbe Stunde, und ich habe das nicht hingekriegt. Ja. Ich habe gesagt, Alter, jetzt mache ich einfach schwarze Balken rüber. Aber ihr könnt ja wenigstens sehen, was da trotzdem drin ist, weil wenn ich das Ding aufmache, sind die schwarzen Balken wieder weg. Ja, dieses Messer, was ich benutze, ist von Hühnes Meier. Das ist extrem scharf und ich finde es richtig geil, das Messer. Muss man ehrlich sagen, für Unboxing ist das perfekt.
Ja, und ihr seht hier schon, das ist die Silent Hill 2 Puppe von Living Dead Dolls von Mezco Toys. Ja, sind so groß wie die anderen kleinen Puppen und ich finde sie richtig cool und die gefallen mir richtig gut. Das Backcover gefällt mir auch richtig toll, auch die Schriftarten sind toll. Also der Karton sieht richtig stark aus, also haben sie echt gut gemacht. Wir gucken uns hier mal die Schuhe an, auch sehr blutig, auch am Bein ist etwas Blut dran, der Kittel ist auch vollkommen mit Blut gespritzt, auch die Arme und guckt euch die Handschuhe an, also haben die sehr schön gemacht, auch da Blutflecken drauf und dann gehen wir hier nochmal ein bisschen höher, der Hals ist auch blutig und der Kopf ist etwas blutig, also das sieht sehr sehr schräg aus. Und ich finde, auch von hinten haben sie es auch noch toll gemacht. Auch hier überall dieser Blutflecken drauf, am Kopf, am Nacken, hier noch am Gleit, auch von hinten noch mal ein bisschen Blut gemacht. Und die Schuhe haben auch hinten noch Blut. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat das auch Unboxing gefallen. Wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Und natürlich würde mich freuen, wenn ihr noch kein Abonnent seid, auf Abonnieren zu drücken. Euer Alien of Dead. Audio Jungle.